Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem Kanal aus Rumänien, heute bei moderaten 30 Grad, leicht bewölkter Himmel an diesem 8. Juli 2023. So, lang ist's her. Ich weiß gar nicht, glaube ich, habe im März das letzte Video gemacht und ja, seitdem kam nichts mehr von meinem Kanal. So, letztes Mal, als ich noch ein Video gemacht habe, war es noch Frühjahr. Es war relativ kühl, glaube ich. Jetzt ist es Sommer geworden. Teilweise sind die Früchte an Bäumen schon reif. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Die Zwetschgen, der Zwetschgenbaum, der bricht fast nieder vor lauter Zwetschgen. Der andere hat nicht ganz so viel. Und beim Nachbarn drüben, da sind schon die ersten reif. Zwetschgen am Baum. Muss ich gleich ein paar probieren. Und auch die Mirabellen sind schon längst überreif. Die fallen schon alle vom Baum und landen im Straßengraben ungenutzt. Aber mit meinen vielen Zwetschgen da draußen wollte ich dieses Jahr noch eine Zwetschgenmarmelade machen. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Nun, es ist ja so, dass ich letztes Jahr komplett abgebrannt und pleite war, weil durch den Krypto-Crash praktisch mein ganzes Erspartes draufgegangen ist. Jetzt habe ich natürlich versucht, auf normalem Wege Geld zu verdienen, ist klar. Ich habe den Job jetzt bei der Spielefirma als Spielemoderator. Für Lebensmittel ist gesorgt, aber man macht halt keine weiteren großen Sprünge. Also ich kann jetzt nicht anfangen und irgendwie euch das Land zeigen, so gerne ich das auch wollte. Ich bin dazu verdammt, hier auf meinem Grundstück zu sitzen, zu arbeiten und Geld zu verdienen, um mir meine Lebensmittel und meinen Lebensunterhalt finanzieren zu können. Aber ich würde gerne wieder Videos machen, viel mehr. Ich würde euch gerne das Land zeigen und deshalb brauche ich mehr Reichweite. Mehr Reichweite bedeutet mehr Menschen, die meine Videos sehen und damit auch mehr Umsatzbeteiligung bei YouTube. Das Problem ist jetzt aber, dass ich hier den Fall habe, der Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Nämlich, ich brauche mehr Reichweite, sollte dafür bessere Videos produzieren. Aber um bessere Videos zu produzieren, brauche ich auch mehr Geld. Ich muss reisen dafür. Aber um mehr Geld zu verdienen, brauche ich natürlich auch mehr Reichweite. Und damit sind wir wieder am Anfang. Nun, warum kam so lange kein Video mehr von mir? Das Problem ist, dass einfach nichts passiert. Ich sitze nur hier zu Hause, mache meinen Job und das war's. Ich komme nirgends hin, ich mache nichts Besonderes. Das einzig Spannende, was da passiert ist, dass ich eine Mahnung bekommen habe vom Bürgermeisteramt. Und zwar, das habe ich gar nicht gewusst. Hier in Rumänien muss man selber zum Bürgermeisteramt einmal im Jahr und nachfragen, welche Steuern man zu bezahlen hat. Es ist also nicht so wie in Deutschland, dass man einfach den Steuerbescheid zugesandt bekommt. Das und das und das muss man bezahlen. Oder im besten Fall sogar per Einzugsermächtigung, dass das Amt einfach die Steuern einzieht. Nein, hier muss man selber nachfragen, wie viel Steuern man zu zahlen hat. Wusste ich nicht. Und dann kam halt ein böser Brief vom Amt. Ist aber kein Problem gewesen. Die Mahngebühren waren 20 Lei umgerechnet. 2 Euro. Na, nicht mal. 1 Euro. Und wenn ich dafür einspare, dass ich an die Stadt runterfahren muss, sind immerhin auch 8 bis 10 Kilometer, mich dann durchs Amt schlagen muss, bei wem ich dann das erfragen muss, lasse ich mir lieber die Mahnungen schicken und überweise es dann einfach online, habe ich weniger Arbeit damit, muss nicht irgendwie auf dem Amt mich rumplagen. Zu den Kosten? Ich war überrascht. Also hier meine 2000 Quadratmeter Grundstück mit dem Haus insgesamt haben mich gekostet. Im letzten Jahr 48 Lei. Ja, ich muss das nachher mal genauer anschauen. Mein Transit, den ich jetzt ein Jahr gefahren habe, hat mich gekostet in dem Jahr 182 Lei Steuern. Praktisch nichts. Also Grundsteuer und die Steuer fürs Auto, die beides vom Bürgermeisteramt aus verlangt wurden. Ja, das war so ziemlich das einzige Spannende, was in den letzten 5 Monaten passiert ist. Und das hat sich einfach nicht gelohnt, deswegen ein eigenes Video zu machen. Das ist einfach viel zu wenig Inhalt, als dass ich das irgendwie rauszögeln kann, solange das ein interessantes Video dabei rauskommt. Aber ich bin nun mal Entertainer und ich möchte auch für euch Videos machen,
Und deshalb habe ich mir eine neue Strategie für diesen Kanal ausgedacht. Die sieht folgendermaßen aus. Ich möchte einfach interessante Dinge euch zeigen über Rumänien. Und dazu brauche ich einfach Reichweite. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das ist das Wichtigste jetzt erstmal für den Kanal. Und für Reichweite brauche ich euch. Als erstes muss ich für die Reichweite eine richtige Guerilla-Taktik fahren. Wie mache ich das? Ich habe mir da überlegt, dass ich dafür zu der übelsten chinesischen Schmutzplattform gehe, die es auf dem Planeten gibt. Ich darf deren Namen hier bei YouTube leider nicht nennen, denn YouTube hat da was dagegen und wird dann dieses Video shadowbannen. Denn die wollen die Konkurrenz nicht. Ich habe es mal ausprobiert. Probiert mal unter einem Video zu schreiben den Namen dieser Schmutzplattform. Mit Sicherheit wird euer Kommentar Shadow gebannt. Versucht dann einfach mal mit einem anderen Account diesen Kommentar zu finden. Ihr werdet ihn nicht finden. Er wird Shadow gebannt von YouTube. Natürlich werdet ihr sagen, ah, nee, mich ja nicht zu dieser Schmutzplattform. Aber ich habe das jetzt eine Weile lang beobachtet. Auf dieser Plattform wird Umsatz gemacht ohne Ende. Mit dem übelsten Inhalt, den man sich vorstellen kann. Also wirklich Dreck. Könnt ihr mir Trinkgeld geben? Der keinen Mehrwert für die Gesellschaft bietet, bekommt dort gewaltig viel Aufmerksamkeit und macht auch gut Geld damit. Es ist unglaublich. Wie kann man mit diesem Dreck Geld verdienen? Und dann noch so viel. Das geht nur auf dieser Plattform. Also, der Plan ist, dass ich auf dieser Plattform jetzt mindestens 1000 Abonnenten erreiche, denn dann kann ich auch live gehen auf dieser Plattform. Wenn ich live gehen kann auf dieser Plattform, dann kann ich auch Matches fahren. Mit den Matches, die ich dann fahren kann, kann ich mehr Menschen auf diesen YouTube-Kanal hier aufmerksam machen. Und das ist der Plan. Ich möchte hier auf keinen Fall auf dieser Plattform bleiben. Nein, aber um Reichweite zu erzeugen, ist diese Plattform im Moment eigentlich das Nonplusultra. Denn mit der Möglichkeit der Matches werde ich auch mit anderen Creators in Verbindung kommen, die auch wieder eine entsprechend große Zuschauerzahl haben. Und dann kann ich ja auch von denen diese Zuschauer abziehen. Da wird bestimmt der eine oder andere auf diesem YouTube-Kanal landen. Auf jeden Fall ist es nun mal im Moment so, dass über diese Plattform, was Reichweite betrifft, die größten Möglichkeiten bestehen. So, wie bekomme ich jetzt diese 1000 Follower? Da kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt ja hingehen. Es geht auch online, da müsst ihr euch die App nicht mal aufs Handy laden. Geht online auf die Seite, erzeugt 1, 2, 3, 5, 10 Accounts, abonniert meinen Account mit denen und dann könnt ihr von mir aus das Ganze auch wieder löschen. Also wenn ihr die App heruntergeladen habt, dann löscht die App. Oder wenn ihr es online macht, dann geht einfach nicht mehr auf die Seite. Aber das hat einen Vorteil, dass meine Followerzahl dann gepusht wird, damit ich dann möglichst schnell diese Matches machen kann. Damit ich möglichst schnell Reichweite erzeugen kann, damit es möglichst schnell mit meinen Videos weitergehen kann, hier in Rumänien, damit ich euch das Land zeigen kann und einfach meinen Beruf weiterverfolgen kann, den ich nicht machen kann, wenn ich kein Geld damit verdiene. Und da, wie gesagt, mein Erspartes weg ist, muss ich damit Geld verdienen. Da kann ich jetzt nicht mit 2000 Zuschauern auf YouTube rumkleckern. Gar keine Frage, jeder einzelne von euch ist wichtig auf YouTube. Aber mit diesen 2000 Zuschauern hatte ich so im Monat 40, 50 Euro. Ihr seht das Problem. Da fehlen 2 Nullen. Denn wenn ich damit selbstständig bin, muss ich natürlich auch entsprechend Steuern zahlen und Versicherungen und alles selber dann bezahlen, Krankenversicherung, pipapo. Und irgendwie will ich euch ja auch noch was zeigen. Da muss ja Plus noch übrig bleiben. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf dieser anderen Plattform folgen würdet. Dort wird es jetzt auch täglich oder zumindest so oft wie irgend möglich neue Nonsens-Videos von mir geben. Das ist auch ein Vorteil von der Plattform, dass man dort auch mit Videos Reichweite erzeugt, die im Prinzip keinen Mehrwert bilden. Klingt komisch, ist aber so. Aber wie gesagt, das dient alles dazu, von dort Zuschauer auf meinen hiesigen YouTube-Kanal zu ziehen. Helft bitte alle mit, so gut es geht.
Es wird euch ja nichts kosten. Ich würde mich freuen, wenn wir die 1000 Zuschauer möglichst schnell knacken können. Und noch was in eigener Sache. Ich werde immer wieder von euch angeschrieben auf YouTube in den Kommentaren, ob ihr mit mir direkt in Verbindung treten könnt. Dazu ein ganz klares Jein. Ich muss sagen, ich mag kein Telefonieren. Das ist mir zuwider. Aber es gibt eine ganz tolle Erfindung. Ich habe einen Discord-Kanal. Dort könnt ihr euch einwählen. Den Einladungslink findet ihr unten in der Beschreibung. Ich werde ihn auch hier nochmal reinschreiben. Das Discord ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber wenn man sich einmal damit zurechtgefunden hat, dann ist es ein ganz tolles Tool, um mit seinem Creator Kontakt zu halten. Hier möchte ich auch hingehen und einmal wöchentlich müssen wir eine Umfrage machen, Donnerstagabend, Freitagabend, so eine kleine Talkrunde machen, wo ihr dann mir direkt Fragen stellen könnt. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, mir PNs zu schicken. Es wäre echt eine nice Sache, wenn ihr mir auch auf Discord folgen würdet. Dort gibt es dann auch die neuesten News vom Kanal. Wie alles so läuft, werde ich dort posten. Und die ganzen Kleinigkeiten, die eigentlich in einem YouTube-Video nichts verloren haben. Hier auf YouTube möchte ich auch wieder wöchentlich Rumänien-Videos bringen. Jetzt endlich. Allerdings, wie ich bereits schon ein paar Mal gesagt habe, am Anfang werden die nicht so gehaltvoll werden. Drücken wir es mal so aus. Weil weiter weg kann ich nicht. Da fährt mir der schnöde Mammon. Und hier in der Gegend, in meinem täglichen Leben, passiert nicht allzu viel. Leute, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Also wenn ich sehe, was hier im Internet an Unsinn Geld verdient, ohne Ende, dann muss es doch irgendwie möglich sein, auch mit sinnvollen Videos Geld zu verdienen. Helft bitte alle mit. Das wäre sehr nett. Mein Dank wird auf ewig euer sein. Und hier zum Schluss jetzt natürlich wieder der übliche Spruch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Drückt alle Knöpfe, außer den Entfolgen-Knopf. Den solltet ihr nicht drücken. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hier auf meinem kleinen Kanal aus Rumänien. Bis dahin. Tschüss. Euer Micha.